Welche Erfahrungen haben Sie in Deutschland mit der Digitalisierung der Baubranche schon gemacht? Inwiefern konnte da die Politik Impulse setzen? Wir haben noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, weil wir erst 4 laufende Projekte haben, die wir auch wissenschaftlich auswerten. Wir wollen das ausweiten auf 24 Projekte, haben jetzt mit der Deutschen Bahn vereinbart, dass wir 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, weil wir wissen wollen, was muss sich verändern an Regulatorik, an Bestimmungen, an rechtlichen Vorschriften, an Honorarordnungen, um das digitale Bauen voranzubringen. Gibt es Punkte, wovon jetzt die Schweiz zum Beispiel profitieren könnten, von den Erfahrungen, die Sie bereits gemacht haben? Wir wollen das, was wir lernen, transparent machen. Überhaupt soll ja Planen, Bauen transparenter für alle Beteiligten werden. Wir stellen das, was wir wissen, ins Internet ein. Kann also jeder einsehen, welche Erfahrungen wir machen, und wir hoffen, dass man damit gemeinsam vorankommt.